Hallo und herzlich willkommen zu unserem diesmonatigen Tipp. Heute aus dem Programm PowerPoint. Und zwar geht es heute darum, etwas in eine Linie zu bringen und an Hilfslinien auszurichten, so dass ich eine schöne, optisch ansprechende Präsentation habe und der Text zum Beispiel oder Elemente schön ausgerichtet sind. Dafür gehe ich jetzt mal auf die zweite Seite. Und um mir diese Hilfslinien zu erzeugen, gehe ich auf Ansicht hier oben. Und dann auf direkt darunter auf Führungslinien und da setze ich mir hier das Häkchen. Und jetzt sehe ich, dass hier in der Mitte so ein Kreuz entstanden ist. Und wenn ich jetzt hier drüber gehe, dann entstehen diese Pfeiler und ich kann das verschieben. Und ich möchte das jetzt alles an dieser Überschrift ausrichten, deswegen mache ich das hier hin. Und wenn ich jetzt noch eine zweite benötige, dann drücke ich die Steuerungstaste auf der Tastatur. Und verschiebe mir das hier rüber. Und jetzt sieht man, dass ich hier zwei Linien habe. Und jetzt klicke ich mir hier in meinen Textkasten und ziehe mir den einfach hier und hier hin und habe mir das schon ausgerichtet. Und wenn ich jetzt eine Linie nicht mehr haben möchte, dann gehe ich auf die Linie und dann ziehe ich sie einfach hier raus. Und dann ist sie weg. So einfach geht das. Und wenn Sie sagen, ich möchte noch mehr wissen, das war nicht genug. Dann gehen Sie einfach auf bellnet.de, auf das Portfolio, Schulung und Zertifizierung und dann in den Tippbereich. Und dann können Sie aus den unterschiedlichen Tipps von Excel, Outlook, Word, Office, PowerPoint und Adobe wählen. Und gerne können Sie natürlich auch unser Schulungscenter kontaktieren und sich über Schulungen informieren. Oder auch auf unserer Website haben wir verschiedene Seminare, die Ihnen wahrscheinlich weiterhelfen werden. Und ja, schauen Sie doch einfach mal rein. Vielen Dank fürs Zusehen.